Wie wird man reich auf YouTube? Schnell! Schritt 1, Milch machen. Ja, ich hab's verkackt. Schritt 1, du machst ein super kontroverses Video darüber, dass Milch Gift ist. Schritt 2, du reagierst einfach auf alles. Ausgeschlossen. Alles. Wirklich alles. Der gute Unge. Erst war er Let's Player, dann war er Longballer. Jetzt ist er Milchverschwörungstheoretiker. Nee, er war Milchverschwörungstheoretiker. Ungespielt. Und jetzt ist er Unge reagiert. Unge reagiert. Es gibt haufenweise super erfolgreiche Videos, die anfangen mit Unge reagiert. Scheiße, das fängt ja wirklich jedes einzelne Video so an. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und guck dir die Klicks an. Dies ist ordentlich. Warte mal, ich zeig dir nochmal hier, ne? Was sagst du? Zeig's mir richtig, gib's mir, komm. Ich hack mich mal kurz in die YouTube... Von vorne und von hinten. Ne, Datenbank, so, warte mal. Das ist cool. Unges, wow. Klicks. Der Hack ist real. Der hatte einfach mal im Juni so fast 30 Millionen Klicks. Mit Reaction-Videos. Und ich meine, das sind ja dann auch die Zusammenschnitte seiner Livestreams. Ja, genau. Stimmt, das ist halt also Doppeltverwertung. Erstmal Stream, Geld cashen von der Werbung und von den ganzen Subscriptions. Dann die einzelnen Dinger zerschnippeln, um sie dann wieder zu verwerten. Also quasi im Prinzip nur Fremdmaterial kommentieren und dann Werbung einheimsen darüber von Content, den andere Leute produziert haben. Ist das, ist nichts, die das, das ist die Frage. Das wollen wir heute klären. Genau. Was macht der Unge eigentlich da? Weil es gibt ja einen Unterschied, ne? Ob du einfach nur kommentierst oder ob du so krass zu den Sachen dazu was redest, dass es auf einmal eigener Inhalt wird. Mhm. Ich meine, es gibt ja diese Reaction-Leute, die dann da sitzen und immer so... Oh ja, das ist, so mega spannend, ne? Ich meine, dann gibt's ja Leute, die erst halt dann wirklich ausführlich kommentieren. Und ich meine, wenn man aber auch mal ganz krass ist, ist ja auch ein Kritikvideo, wie wir es zum Beispiel zu Herrn Newstime gemacht haben, ist ja auch ein Reaction-Video. Und da haben wir Ausschnitte von ihm gezeigt. Ich meine, es ist ja wichtig, auf Sachen zu reagieren und sie inhaltlich auseinanderzunehmen und so, aber macht das der Unge? Was macht der da eigentlich? Ist der quasi ein Content-Cop? Ist er so erfolgreich mit... Ich rede zu Dingen. Ich meine, wer guckt sich schon so einen Typ an, wie er redet? Wenn man zwei Typen haben kann, und wir haben einen Tisch. Ja, und man sieht ich wette, Unge hat auch einen Tisch. Ich habe es ja nicht erlebt, dass er sich über Tische beschwert hat. Bleiben wir bei den aktuellen Videos. Ich meine, er hatte gerade erst auf Prank Bros reagiert und es hat einfach mal 400.000 Klicks. Ich will sowas auch haben. Warum schauen die Leute zum Beispiel nicht unser Pillow Wars Video 400.000 Mal? Huh? Ich will ja nur sagen, es ist das erste Entertainment-Video quasi, was wir hier hochgeladen haben auf diesem Kanal. So klingst du. So, klicken wir einfach hier drauf. Sorry, ich muss nochmal... Ah ja, erstmal hier, ne? Erstmal Werbung. Oh ja. Leute, wollt ihr auch Emojis? 5 Cent und ihr kriegt Emojis von uns. Sorry, Junge, aber warum willst du denn bitte alle in die Mitglieder werben, wenn du 0 Abonnenten hast? Ja, was... Ja, vielleicht deswegen, weil er 0 Abonnenten hat, braucht er Mitglieder. Also ich würde auf jeden Fall sagen, Unge, weil man kann du hast... das ausprobieren. Ich will mal, weil wir haben nicht abonniert. Mitglied werden. Es können nur Hä? Okay, lassen wir das. Wir müssen Unge besitzen, damit wir Mitglied werden können. Was? Aber man kann auf jeden Fall sagen, Unge hat den schlechtesten Abonnentenzuwachs ever. 0 ist einfach wow. Nicht gut. 0 ist besser als. Aber macht seine Klicks dafür, um zu beeindrucken. Da haben noch ein paar Leute Prankbus geschrieben. Wir schauen mal rein. Was gibt's denn bei dem Prankbus Neues? 5-mal hintereinander beim selben Lieferservice bestellen. Eskaliert. Aber das klingt, also ich meine, das klingt schon grandios. Prank Bros, wissen wir, sind einfach Hammer. Also wie die Pizza essen, das könnte ich mir bestimmt 20.000 Mal reinziehen. Nagel kam so aus 20.000 Videos, wie die Pizza essen. Haben wir ein Video drüber gemacht? Aber die? Ja. Bei 8 Zeilen für sieht man, dass vor dem Bauch ein Kissen ist. Also Kelvin ist der Lieferdienst. Oh nein. Rick, schau mal, wie schlecht es ist. Ich habe nichts gesehen, ehrlich gesagt. Echt nicht? Mann, das ist... Prank Bros faken ihre Videos. Was? Das hätte ich niemals erwartet von den beiden Jungs. Hier siehst du Kann das. Doch nicht sein. Der hat einfach nur eine sehr trainierte Seite. Weißt du, der hat hier so einen Megamuskel. Also, Unge, wie kannst du denen unterstellen, dass sie ihre Videos faken? Das ist einfach nur ein krasser, trainierter Lieferant. Das war ein Kommentar, der das gesagt hat. Ja, und Unge bestätigt den ja. Das ist nicht zu. Unge, wie kannst du nur? Die Prank Bros, jeder weiß, Prank Bros, wow, das ist Premium Content. Ja, wie die Spaghettis essen, Mann, das willst du jeden Tag reinziehen. Ich meine, bisher in der ersten Minute muss man ihn lassen. Und? Oh ja, Doppelpunkt. Haben wir nicht auf den mal aufgepasst oder war nicht im Büro? Snappy hat auf ihn aufgepasst. Stimmt, aber er war auch im Büro. Ja. Also wir haben den Hund kurz gestreichelt. Haha, wir haben den Hund angefasst, Unge. Aber noch nicht dich. Wir haben auch, glaube ich, mal Unge angefasst, oder? Ich
Scheiße, mein Gedächtnis. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gar nicht. Pizza oder so. Genau, eine Pizza. So ganz wenig. Ich hoffe, das geht, weil beim... Wer kennt es nicht? Pass auf, Leute. Wer kennt es nicht? Ihr habt nicht viel Hunger. Ihr wollt nur eine Pizza bestellen, weil ihr habt nichts zu Hause oder so. Was der Lieferdienst denkt, Alter, die sind aber ganz schön provokant. Die bestellen nur eine Pizza. Warum ist es provokant, eine Pizza zu bestellen? Nee, ist es ja nicht, meint er. Das meint er ja ironisch, weil die ja so krass... Oh, stellt eine Pizza. Mal gucken, ob es den abfuckt. Darüber macht er sich lustig. Verstehst du es nicht? Das war eigentlich so ja richtig, eigentlich ganz lustig von ihm. Für mehr so krasse Experimente, Leute, gibt man einen fetten Daumen hoch. Die Sache ist, guck mal, das Video hat einfach 74.000 Daumen nach oben. 74.000 Daumen nach oben. Obwohl es einfach komplett offensichtliche Verarsche ist. Ich frage mich, wer... Welcome to the Prank Bros. Ah ja, wer geht eigentlich die ganze Zeit zur Tür? Ich stehe gleich noch eine Runde. Ist dabei? Immer? Ja, die ganze Zeit. Komm, wer die ganze Zeit zur Tür gehen muss. Der andere? Hinter der Kamera. Okay, okay. Ja, ja, der andere ist hinter der Kamera. Der andere nicht der Lieferdiensttyp. Oh mein Gott, Alter. Das ist einfach nur, ich bin einfach jetzt schon mad. Ich okay, man muss sagen, er kommentiert sehr viel. Ja, ich meine, das ist sehr gut. 2 Minuten 46. Aber muss man natürlich auch sagen, Prank Bros auseinanderzunehmen, das ist ja, da hast du ja wirklich alle 3 Sekunden irgendeinen Shit, den du auseinandernehmen kannst. Ist ja so, als würde man den Herrn Newstime kritisieren. Ich meine, da kannst du ja drin baden in der Kritik. So. Wollen wir was anderes angucken? Wie wär's mit Unge reagiert auf Tiere, die rappen? 715.000. Weil schau, wie er lacht. Schau, wie er sich freut. Ich hab richtig Bock, jetzt darauf zu reagieren, aber vergiss nicht, wir müssen auf ihn reagieren, nicht auf was er sich anguckt. Ja, aber das klingt ja zusammen. Was Tiere rappen würden, wir hören mal rein. Da finde ich übrigens, hast du das angeschaut? Ich finde halt, es war so ein bisschen Hund versus Katze quasi. So Hund versus Katze. Ach so, weißt du, Hund versus Katze, das. Das darauf basiert das alles, ich sag's dir. Das basiert alles auf unserem Video. Ja, auf unserem Video, wo wir zum allerersten Mal auf der Welt auf die Idee kamen, Hunde und Katzen miteinander zu vergleichen. Das ist wirklich revolutionär. Das muss auf die Platz 1 in den Trends, also das ist ja wohl das Mindeste. Er ist ein bisschen parteiisch. Das ist ja aus seinem Stream einfach rangezoomt an die Facecam da oben. Ja, bloß nicht ranzoomen. Hast du jetzt die Werbung weggemacht oder er? Nee, er. Okay, gut. Ich hab nichts gemacht. Wuff, und damit meine ich... Mann, guck dir doch erstmal das Video an! Entschuldigung. Aber... Er hat nur Wuff gesagt und schon macht er Pause und oh. Ich weiß nicht, ob das durchgängig so durch das ganze Video sich zieht. Also, ich finde, er macht voreilige Schlüsse. Weißt du, er könnte sich auch einfach das ganze Ding anschauen und danach was drüber sagen, anstatt irgendwie direkt mal so Pause zu machen. Dann ist er immer so. Du musst doch ungereagiert. Du musst doch reagieren auf jede Sekunde, ansonsten sind doch alle disappointed. Du musst doch erstmal alles gucken, um die Vision des Künstlers überhaupt zu verstehen. Bist du betrunken, Alter? Ich habe sehr, sehr viel Billig-Wodka noch zu Hause. Ja, trink den mal hier nicht vor der Arbeit. Bisschen Uri da lassen, denn damit markiere ich mein Revier. Alter, denk es gar nicht daran, hier rüber zu steppen. Kann die ja, das war die richtige Reaktion. Das war halt auch, fand ich an dem Video ein bisschen schwierig, das mit dem Pipi-Kaka-Humor so ein bisschen. Du beschwerst dich über Pipi-Kaka-Humor? Ich fand's da ein bisschen schwierig gerade. Du! Das ist immer, wenn wir so einen Sketch haben, dann kommt irgendwie was mit den geschmolzenen Schokoriegel und Kacke-Essen so. Ja, aber das war deine Idee. Ja, aber in dem und ich wehre mich da seit Jahren gegen irgendeinen Kack-Pipi-Kaka-Humor in unserem Video. In dem Kontext war es halt sehr lustig, hätte Sinn gemacht. Das macht doch Sinn. Aber da sagt er einfach nur Pisse und Kacke. Deswegen weiß ich es. Es geht um Hund. Hunde also pissen irgendwo hin. Es geht hier um Unge, okay? Also lass uns weiter gucken. 3 Stunden nicht angebunden, Bruder muss groß zu. Hä, das ist so nice gemacht. Guck mal. Hier ist der echte Hund. Jetzt dreh ich nervös meine Runden. Und auf einmal wird's zu. Nicht angebunden, Bruder muss groß zu viel. Das finde ich nice. Schon echt krass gemacht. Der hat einfach geschnitten. Ist schon heftig. Wie der Hund so runterguckt. Und dann guckt Ju hoch. Oh, sie analysieren die Schnitte. Er. Nein, das Team Unge. Das hier ist keine Modenschau. Ich war halt am... Bruder, stell dir mal vor. Du hast einfach so eine Sack. Bruder. Stell dir mal vor, du müsstest meine Kacke wegmachen mit so einem Sack. Au. Hier geht er jetzt ja nicht wirklich inhaltlich auf die Sache ein. Ich meine, gut, es ist ja jetzt auch ein Song über Hunde, der ist ja jetzt nicht, da kann man jetzt nicht so viel dran inhaltlich kritisieren. Ich meine, es ist trotzdem irgendwie absurd. Da ist halt so ein mega cooles Video gemacht worden, dann guckst du dir aber nicht dieses mega coole Video an. Oder du guckst es dir an und siehst dir danach nochmal rein, wie ein Typ nur die Schnitte analysiert und sich freut, dass die Tüte voll ist mit Kacke. So. Also, wir wissen, Unge reagiert bei Julian Bam einfach auf, wie geil alles ist und wie geil vollgeschissen die Tüte ist. Ja, weil er parteiisch ist. Ich will sehen, dass er irgendwas hasst noch. Also ich finde es persönlich besser, wenn Leute halt etwas auseinandernehmen, also etwas halt... Zerstören! Ich meine, komm, Zerstörungsvideos... Wann hat das denn irgendjemand mal gemacht? Zerstörungsvideos sind der Hammer. Wo wollen wir auf Hey Aaron, den mögen wir doch so. Ja, ich liebe Aaron. Ich liebe ihn von vorne und von hinten. Wer sind diese Promis?
Aaron. Oh, okay, er schaut also, aha, er ist wiederkehrender Aaron-Schauer, scheinbar, wenn er das mitsingen kann. Das Geile ist halt, wie jeder keinen Bock hat, mit ihm zu reden eigentlich. Was ist deine Lieblingssendung bei ProSieben? Bei ProSieben? Oh, ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendeine Sendung von ProSieben kenne. Ja, TV Total gibt's ja nicht mehr. Früher habe ich halt wirklich noch Fernsehen geguckt, so vor 15 Jahren oder so. Na? Warte, was? So vor 15 Jahren habe ich noch Fernsehen geguckt. Wie alt ist er? Du kannst mir doch nicht sagen, dass er irgendwie mit 13 oder so aufgehört oder mit 15 aufgehört hat. Warum nicht? Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wie lange gucken wir jetzt schon kein Fernsehen mehr wirklich? Ich schaue ab und zu Sonntag Caesar Milan, der Hundeflüsterer. Nicht der Salat. Ach so, der typ, der immer Kartoffeln verkühlt macht. Ja. Aber ich kann nicht mal Fernsehen gucken. Also nicht ohne Internet. Ja, ich glaube auch das letzte, was ich geguckt habe, war über Internet Fußball. Stimmt, ich kann mich gerade erinnern. Manchmal ist das Bild so abgebrochen, irgendwie, weil die Internet... Ja, und es hat halt eine Verzögerung, dass man immer von den Nachbarn dann gehört hat, wenn ein Tor gefallen ist. Wir so kommen von Hunger. Fernsehen ist am Aussterben. Die Leute gucken Internet. Also ich meine jetzt vor allen Dingen halt diese Kabel, so wo dann halt Fernsehen rauskommt. Ne? Wie aus einem Wasserschlauch Wasser rauskommt. Das ist ja... Wer nutzt denn schon sowas, wenn du Internet hast? Meine Mutter. So. Ja, alte Menschen, aber... Hast du gerade gesagt, dass meine Mutter alt ist? Ne, ist sie nicht über 50? Also ich möchte diese Frage... Mann, du weißt nicht, wie alt deine Mutter ist. Deswegen kann ich nicht... Ja, wer ist das? Wisst ihr, wer es ist? Bevor jetzt eine Einblendung kommt, wer ist das hier? Kennt ihr sie? Vater. Vater schreiben alle. Ihr wisst Vater alles, kommt. Alter. Ihr seid so krass. Vater. Ihr seid so eine, wie so ein Insektenschwarm, wie so Schleimer. Ameisen. Ihr könnt euch so gegenseitig so zu so einer Einheit bilden. Ihr seid. Ich weiß nicht, ob es unbedingt Schleim ist, also seine Zuschauer als Insektenschwarm. Stopp, warte. Hör, er sagt jetzt Schwarmintelligenz, pass auf. Schwarmintelligenz und ich weiß nicht. So meinte er das. Er meint das als Kompliment, dass sie alle voll schlau sind. Ihr seid voll krass, weil ihr seid wie so ein Haufen Insekten, die zusammen einen Ameisenhaufen bauen können. So viel zu reagieren zu Unge. Persönlich finde ich, könnte er sich auch mal ein Video vorher so angucken. Aber dann ist ja keine Reaction mehr. Finde ich anders. Finde ich anders. Ja, aber wenn du, weißt du, wenn du so inhaltlich zu Sachen so kommentierst, klar, du kannst halt reagieren auf irgendwas, aber wenn du halt inhaltlich irgendwie was sagst, dann... Wir haben nicht ein Video zu Ende gesehen und du beschwerst dich darüber, dass Onkel sofort reagiert. Der hat die Videos wenigstens zu Ende gesehen. Dann macht das Ende von dem ersten Video einfach. Wow, das Outro, okay. Kommen wir zum ultimativen Fazit. Onkel reagiert und er reagiert viel. Und er reagiert auch mal kritisch. Aber trotzdem ist es weird irgendwie. Sagen wir, ich würde es nicht machen den ganzen Tag. Wir machen es jetzt hier einmal so, aber wir haben es schon mal gemacht, scheiße. Ja, das könnt ihr euch noch angucken. Wir werden doch auf weitere Sachen reagieren, auseinandernehmen, kritisieren. Das ist ja auch richtig und wichtig. Aber ich meine hier, Unge reagiert auf Brüste. Wahrscheinlich, weil er Brüste im Titel hat. Aber ich glaube, das Video von Anni Sedak hat 1 Million und er hat 676.000. Wir haben doch jetzt einen toten Kanal. Lass uns da doch einfach mal ausprobieren, eine Woche nur Reaction-Videos zu machen. Okay, dann nicht. Von dir kam heute echt nichts Gutes, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut uns an, wie wir reagieren auf dicke Lippen zum Beispiel. Da haben wir nämlich so ein Video. Stimmt, da haben wir die damals. Und was haben wir noch? Ein Livestream haben wir noch. Am Freitag um 18 Uhr beglücken wir euch live. Wir machen so Sachen mit euch. Schaltet ein. Und jetzt raus mit euch in die frische Luft.